Eine klassische Blutanalyse kennen Sie sicherlich alle, denn die Untersuchung des Blutes im Labor gehört zum Standardprogramm in der Medizin. Sie gibt uns Auskunft über den Grad unseres Wohlbefindens und kann auf mögliche Erkrankungen sowie über den Verlauf einer Erkrankung hinweisen. Doch Blutwerte sind weit mehr als Zahlenkolonnen. Im Rahmen einer ganzheitlichen Labordiagnostik ist eine erweiterte Betrachtung der Befunde möglich, denn auch Blutzellen, Elemente wie Eisen und Magnesium oder Vitamine wie Vitamin B12 und so weiter, stellen Prinzipien dar, die sich auch auf andere Aspekte des Lebens übertragen lassen. Wenn ich einen Vitamin B12-Mangel habe, der sich ja auch in einem erhöhten MCV darstellt, also die roten Blutkörperchen sind vergrößert, dann habe ich auf einer körperlichen Ebene Zellteilungsstörungen. Ich kann auch formulieren, es ist der Erneuerungsprozess gestört. Aber nicht nur der Erneuerungsprozess der roten Blutkörperchen, sondern überhaupt der gesamten Blutkörperchen. So, und wenn ich die körperliche Ebene verlasse und gucke mir an, was passiert denn beim Patienten? Ist eigentlich genau das Gleiche auf einer anderen Ebene, auf einer Seele-Geist-Ebene. Dieser Mensch hat auch Erneuerungsstörungen. Erneuerung bedeutet, Ideen in Tat und Handlung umzusetzen. Erneuern bedeutet aber auch, sich auf neue Dinge einzulassen. Das sind meistens Menschen, die diese Erneuerungsstörung haben. Die sagen wir, auf einer körperlichen Ebene könnten die jünger, hübscher, frischer, knackiger aussehen. Und auf einer Seele-Geist-Ebene genau das gleiche Problem. Ideen in Tat und Handlung umzusetzen, beziehungsweise das sind die Menschen, die sagen immer, man müsste mal, man sollte mal, man könnte mal. Sie setzen es aber nicht wirklich in die Tat um. Das ist einfach die Physiologie in analog auf einer Seele-Geist-Ebene betrachtet. Um holistische Zusammenhänge im lebenden Organismus besser erfassen zu können, nutzt zum Beispiel das Labor ganzheitlich nicht nur den Normbereich eines Laborwertes, sondern auch den optimalen Bereich dieses Wertes anhand einer farblichen Abstufung. Es ist wie ein Ampelsystem. Also grün ist optimal, das gelbe ist wie bei einer Ampel. Es ist noch in Ordnung, aber eben nicht ganz okay. Und rot, da sind sich alle einig, das ist eben nicht in Ordnung. Wir haben quasi diesem Labor wird Leben gegeben dadurch, dass wir eben gesagt haben, es ist eben nicht nur ein unterer Wert und ein oberer Wert, sondern wir haben festgestellt, ich kann aus dem Labor etwas mehr lesen, wenn ich die Range ein bisschen verschiebe. Und natürlich ein anderes geistiges Gut dahinter stelle. Weitere Aspekte sind das Denkmodell des vierpoligen Würfels von Professor Dr. Max Lüscher als kategoriales Ordnungssystem, Analogien der anthroposophischen Medizin sowie Erkenntnisse der TCM und der Heilpflanzensignaturenlehre. Um das komplexe Seelenleben eines Menschen abzubilden, hat Max Lüscher das vierpolige System der Regulationspsychologie entwickelt, den Lüscher-Würfel. Dieses Denksystem wurde von Dr. Bodo Köhler durch die Integration der Erkenntnisse über die Stoffwechselregulation, Funktionskreise der traditionellen chinesischen Medizin, Mineralstoffe, Hormone und andere Botenstoffe noch wesentlich erweitert. Aufgrund dieser Zuordnung lassen sich Dynamiken von Krankheiten ganzheitlich interpretieren und auf therapeutische Ansätze übertragen. Wenn wir noch mal so uns das Labor angucken, ich habe 70 Laborwerte, dann ist es ganz klar, dass ich mir ein Gesamtbild verschaffe. Ich sehe die Problematik des Patienten, der hat, sagen wir mal, eine Hashimoto-Thyreoiditis. Ja? Dann weiß ich aufgrund der Systematik, die wir im Hintergrund fahren, das ist das kategoriale System, mit dem wir da arbeiten, der hat mit hundertprozentiger Sicherheit Probleme im Darmbereich. Ja? Und er hat möglicherweise auch Probleme im hormonellen Bereich. So, das kann man relativ gut und sicher abklären, wenn man dieses Geschehen beim Patienten quasi einfach mal offenlegt. Beispiel, wenn ein Patient mit einer Schilddrüsenproblematik zu mir in die Praxis kommt, dann weiß ich, dass die Schilddrüse gesund ist von sich aus. Die Problematik liegt nicht in der Schilddrüse, sondern es ist ein Störfaktor, dass die Schilddrüse nur betroffen ist.
also das betroffenes Organ. Deswegen muss ich zwar die Schilddrüsenhormone untersuchen, aber ich muss viel weiter gucken. Ich muss mir angucken, wie ist der Progesteronhaushalt, weil Progesteron beeinträchtigt die Schilddrüse. Wie ist der Jodhaushalt, wie ist der Eisenhaushalt? Selbst ein Eisenmangel macht immer eine Schilddrüsenunterfunktion. Ich muss mir selbstverständlich angucken, gibt es Stauungen im Bereich der Galle, weil die Stauungen im Bereich der Galle führen immer auch zu einer Stauung im Bereich der Schilddrüse. Das heißt, ich muss mir einfach mehr angucken, um die Zusammenhänge im Organismus dann auch wirklich sehen zu können. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Die ganzheitliche Interpretation von Laborwerten bringt ein erweitertes Verständnis in das Krankheitsgeschehen sowie der Entstehung von Symptomen und eröffnet dadurch neue Möglichkeiten für therapeutische Wege. Inwieweit eine derartige Untersuchung für Sie persönlich sinnvoll ist, besprechen Sie bitte mit einem fachkundigen Therapeuten.